Hallo und willkommen zurück zu Crash Bandicoot, der Insane-Trilogie. Dieses Level hier werde ich nachvertonen müssen, Road to Nowhere, da ihr euch echt keine Vorstellung macht, wie oft ich in diesem Level abgekackt bin. Ja, ich habe selber gar nicht mitgezählt, aber ich bin locker 40 Mal oder so ähnlich bin ich gestorben. Alle Leben, die wir angesammelt hatten, habe ich verbraten und unzählige Continues habe ich hier ebenfalls verdödelt. Das Gute ist immerhin, man kann hier ja nicht endgültig kaputt gehen, sondern man wirklich komplett von Neuem anfangen muss. Das heißt, man hat immer wieder die Möglichkeit, dann auf Fortfahren zu drücken. Man muss dann zwar das Level immer wieder von Anfang an beginnen, ja, was ich dann hier auch gemacht habe. Und naja, ich bin im Endeffekt ja auch durchgekommen, irgendwann mal, aber das war mit, oder bis jetzt wirklich das schwierigste Level, was ich hier überhaupt irgendwie mal durchspielen musste. Ja, und ihr seht auch schon, woran das schuld ist, um die Mechanik in diesem Level einmal ganz kurz erklären zu können, zu wollen. Auf den hellbraunen Brettern kann man stehen bleiben, da passiert nichts. Die dunkelbraunen Bretter, wenn man drauf landet, driften ab, also die fallen dann einfach nach unten, wie ihr hier seht. Ja, und wenn man die kaputten auch nur berührt, also da kann man gar nicht drauf landen, die brechen sofort ab und man fällt runter. Und die Abstände, die ihr dazwischen seht, wir sind in diesem Level auch tatsächlich gravierend. Einmal muss man ein bisschen länger springen, einmal muss man den Sprung quasi abbrechen und ein bisschen kürzer springen. Und es war furchtbar. Ich sag's euch, das war furchtbar. Wie gesagt, im Endeffekt hat es ja geklappt, aber das hat mich locker 40 bis 60 Versuche habe ich das jetzt gekostet, bis es dann tatsächlich mal geklappt hat. Und was mich ja auch unglaublich gestört hat, ist ja, wenn man öfter an einer Stelle stirbt, gibt einem das Spiel automatisch eine dieser Tiki-Masken, was eigentlich eine sehr gute Sache ist und mir auch schon ziemlich weitergeholfen hat. Allerdings hatte ich hier immer das Gefühl, ihr seht quasi, wie die immer um euren Kopf wirbelt, wenn ihr hier hüpft. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich meine, vielleicht habt ihr euch in diesem Level auch nicht so angestellt wie ich, oder das war nur für mich so fatal. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass mir diese Maske im Weg ist, wenn sie dann so mithüpft und mitspringt. Und ich habe dann immer wieder versucht, wie gesagt, richtig zu springen. Lange oder kurze Sprünge. Ich bin auch nicht einfach so in einem durch gerannt. Hier habe ich versucht, meine Maske dann auch wirklich loszuwerden, indem ich dann für dieses Schwein renne. Man hat, glaube ich, vorher, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt auch war, die Nachricht erhalten, dass diese, wie war das, hoch, nicht hochland. Naja, auf jeden Fall diese Schweine, nicht mit direktem Schaden erlegt werden können. Ja, und ganz nebenbei, ich glaube, das ist hier jetzt auch das einzige und auch erste Bonus-Level, welches ich tatsächlich komplett geschafft hatte. Yeah. Okay, man braucht ja auch nur 9 Kisten. Naja. Ein geringer Erfolg. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich so angespannt. Ich habe irgendwann sogar die Audioaufnahme mal ausgemacht und gesagt, komm, scheiß drauf, mach einfach weiter. Und zwar so lange, bis es irgendwann funktioniert. Ja, und hier dachte ich mir dann auch, was soll das? Ne? Okay, hau das Ding erstmal weg. Bis ich dann gemerkt habe, man braucht diese Schildkröte, um den nächsten Hang überwinden zu können. Ja. Okay, wie gesagt, der Frust war an der Stelle eigentlich schon längst überwunden. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, wann passiert mal was. Das war jetzt auch eigentlich ein Versuch. Normalerweise rennt man ja nicht einfach in den Gegner rein. Ich dachte, mach einfach mal. Ich habe es dann trotzdem immer noch falsch gemacht, wie ihr seht. Obwohl, der Ansatz ist ja schon mal gar nicht schlecht. Nur, wann genau jetzt der Punkt ist zum Abspringen, um rüberzukommen, den habe ich immer absolut verpeilt. Keine Ahnung, warum. Okay, und dann seht ihr noch so andere Aktionen wie... Ja, ich glaube, der ging noch. Wenigstens ein vernünftiger Versuch. Ah, ne. Ja. An der Stelle hat man dann schon die Tränen im Auge. Nein, aber man gibt ja nicht auf. Und wenn man dann die Gewissheit hat, dass man das sowieso aufnehmen will, ist das Bestreben, das Level zu schaffen, noch größer. Aber man kann es ja nicht übergehen. Man muss da durch.
Hier dachte ich mir dann, okay, vielleicht wie bei diesem Level, wie hieß es doch gleich, dem Reiten und mit dem Schweinereiten. Ja, vielleicht kommt man damit Anlauf irgendwie, da man mit Anlauf auf ne, seinen Bauch springen muss. Was nicht geklappt hat, auf jeden Fall nicht bei mir. Vielleicht habe ich mir auch wirklich nur zu doof angestellt und dann seht ihr schon. Null Leben, also die letzte Möglichkeit. Ich sag euch, da war ich angespannt. Bäm, und da war ich drüben, die Erleichterung. Jetzt bloß keinen Fehler machen und dann ist da das nächste Dingentchen. Und wie Anspannung. Von diesem blauen Holz kann man übrigens abrutschen. Das ist mir auch das eine oder andere Mal passiert. Okay, dieses Level wäre dann auch geschafft. Das nächste Level, was uns erwartet, ist dann Boulder Dash. Wir sehen uns dann da. Bis dann.